Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Partie Call of Duty Black Ops 3 Story Modus mit Yannick. Moin, moin. So, wir sind ja hier zuletzt stehen geblieben. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht, weil eben hatten wir ja diese dreckigen Roboter vor uns, wo die ganze Zeit drauf gegangen sind. Ich komme hier nicht hoch, jetzt komme ich hoch. Oh, bestimmt hier runter. Komm, ich möchte mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Oder sieht ganz, ganz fett nach Fight aus. Mhm. Jetzt ist Sniper. Da unten läuft schon. Oh, das wäre schön. Warte mal. Kann ich hier runterfallen? Oh Mann. Und hier? Hier kommt. Doch, jetzt geht das. Einklinken. Ich klinke mich ein. Ich bin runtergerutscht. Ich bin links runtergerutscht. Dann gehe ich rechts. Du Scheiße. Sollen wir erst heimlich und leise machen jetzt hier? Ich weiß es nicht. Bin rechts und du bist links oder was? Ach du Scheiße, wie viele das sind. Ja. Ich können wir hier diese komische Sicht machen, hier mit Steuerkreuz nach rechts. Ja, ja, die habe ich ja auch schon drin. Aber bei Alter. Mir ist hier vorne schon. Feinde nähern sich. Sehr gut. Hab ich gesehen. Ich bin tot! Hä, wie bin ich denn jetzt gestorben? Nico? Hallo, Nico? Ja, das stimmt. Komm mal. Ich bin Nico. Achso, ich habe ja gar kein Jetpack. Ja, super, wie komme ich denn jetzt zu dir da hoch? Gibt's bei dir irgendwo eine Treppe? Ja, hier geht's hoch. Hier kannst du hochspringen. Guck. Ich bin fast tot. Alter, war das knapp. Ja, ich sehe es. Alter. Aber irgendwie machen die nichts. Das sind voll die lieben Roboter. So, der ist tot. Pass auf, da ist der Typ mit Schild. Wo? Weil der gesagt hat, feindlicher Kriegsherr. Wie ist da der eine Typ mit dem Schild? Da, da. So ein Dicker. Alter, was soll das denn, wenn die Autos explodieren? Ich bin durch das Auto gestorben. Haben wir nicht eben darüber geredet, dass wir uns Mühe geben wollten? Ja, aber wenn ein Auto neben mir explodiert. Wo ist das? Das sind keine Roboter! Das sind einfach keine Roboter! Ich weiß! Ich kann ihn nicht. Ich glaube, das wäre Roboter. Moment, ich muss kurz nachladen. Ja, endlich. Ja, Pistolenkill. Moment, dann mache ich diese Fähigkeit wieder weg. Und dann schätze die Pistolen. Schwarm. Ja. Rotes Fass. Hey, wir sehen die Geheimstation. Das ist jetzt nicht passiert. Du aber jetzt auch gerade bei mir. Okay. Ja. Finden wir heraus, womit wir es hier zu tun ich, haben. Ich gehe einfach nur zu der Kiste hin, ich habe da nicht drauf geschossen oder so. Ich gehe da nur hin und die explodiert einfach. Also wenn ich deswegen jetzt gestorben wäre, ne? Ja, witzig gewesen. Wo ist denn der andere Typ? Hier. Ja. Boah, die brauchen immer so lange. Was ist denn hier Mensch, passiert? Jungs, wir sind im Kriegsgebiet. Junge, los, mach hinne. Kane? Vielleicht 54 IKR. Was ist denn hier passiert? Hier liegt ein Stahlträger vor der Tür. Was ist denn hier passiert? Draußen töten sich die Menschen und die sagen hier. Was ist denn hier passiert? Ja, ey, wir müssen jetzt erstmal kurz den Stahlträger hier analysieren. Ey! Ist das dein Ernst? Ist das dein. Boah, Junge, der hat nur Beintraining gemacht. Junge. Ja. Immer nur Leg Day. Leg Day. Oh, hier vorne war was. Hier waren Collectibles, habe ich ganz genau gesehen. Ach, die Collectibles, die wir fleißig am Einsammeln sind. Ja, aber das habe ich gesehen. Was ich sehe, nehme ich mit. Da vorne ist was. Bereit machen. Ja, was ist denn hier? Hineingehen, ab geht's. Okay, war doch nicht so schlimm. Ich dachte schon. Okay, jetzt gehen wir richtig hart auf die Fresse. Ich merke schon. Jetzt passiert irgendwas. Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los. Kein Gewalteinsatz. Ja, am besten so. Manchmal muss man nur klopfen. Ach, die ist auch dabei. Alles. Oh ja. Schwenkt mir die Kamera weg. Ich will sie. Mein Gott.
alle tot. Schick. Oh, die haben so schöne Nasen. Ach, die haben die Augen raus. So fett das. Was zur Hölle ist das, Kane? Ich suche gerade. It's beautiful day. It's beautiful morning. I'm coming home. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Oh nein. Haben die Ohren abgeschnitten? Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Überwachungsvideos, Berichte, Befragungen, alles, was wir runterladen und löschen wollten. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt, dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf. Und die Peilsender der Laufwerke? Die Biokuppeln. Das Herz der 54 Immortals und Heimat des Bruderschwester-Anführergespanns. Go Min und Go Julan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black Cyber Ops Einheit vom Winslow Abkommen. Das war schon. Glaubst du, sie sind für die Morde verantwortlich? Keine beschissene Chance, Kane. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Das hat schon jeder gesagt. Soll ja auch gerade dieser Ladebildschirm wieder. Ich finde diesen Ton voll geil. Ja, der Ton ist echt cool. Oh, kommt der gar nicht. Doch. Yay! Abgeschlossen! Gut, dass wir eben mit dem neuen Part angefangen haben. Ja, wir zeigen jetzt denen so die ganzen Intro-Sequenzen und so. Und dann machen wir einen Cut, Alter, dann ist das voll krass, dann sind wir voll die Miesen. Die müssen wieder einen Tag warten, bis sie wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, du bist Level 5. Ich habe ihre Akte gelesen. Sie hat heftige Einsätze mitgemacht. Schlimme Situation. Und genau, gehen wir gleich in die nächste Mission. Ich denke, sie meint es ehrlich. Wir werden sehen. Aktivtarnung, das ist bestimmt ganz cool. Wie lange geht denn unser Part schon? Oh, ich kann es dir gar nicht sagen. 8 Minuten, ganze 8 Minuten. Aber ich denke, wir setzen jetzt hier einfach was dran. Leute, dann sonst ist das ja für euch scheiße. So, auf geht's. Nächste Mission hier. Nicht so lange hier verschlempern. Nee, ich mal einen anderen Cyberkern? Ich weiß nicht. Ach komm. Ach nee, ich finde den Chaos-Cyberkern ganz geil. Ich nehme wieder deine eigene Klasse. Ich muss mir gar keine eigene Dingens erstellen. Ich nehme einfach die, die du erstellt hast. Ja. Scheiße, ich wollte noch einen Sniper mitnehmen. Kacke. Leute, ihr müsst mich dran erinnern. Kann das hier nicht weitergehen? Die Säuberung der Station deutet darauf hin, dass Taylors Team kompromittiert ist. Wir haben über 5 Jahre lang mit ihnen gedient. Wir kennen sie. Die drehen nicht durch. Es sind die Immortals. Das ist ihre Art zu morden. Taylor, Immortals, ganz egal. Sie haben die Datenträger der Station. Wenn wir sie haben, werden die Überwachungsfeeds es zeigen. Hendricks, du hast hier doch Kontakt. Kommen wir so an die Großrand? Ich kenne einen ihrer Datenhändler, Danny Lee. Gerissener Bastard. Aber gute Verbindung. Gerissener. Lass deinen Charme spielen und bring uns rein.
kann Kane die Laufwerke aufspüren. Stark. So. Schnappen wir uns den, der uns verraten hat. Ich glaube, bei dem anderen Protokoll stand echt Whisky. Tja. So, nicht genau, ich habe nicht genau drauf geachtet. Project Whisky. Singapur-Streitkräfte, CIA. An uns kommt keiner ran. Ihr verlasst euch noch auf Vollstrecker wie mit der Fluppe in der Hand. Jay Jong. Der wurde ewig nicht gesehen. Vergesst den verdammten. Ah, die hinten, die machen es richtig. Schöne Shisha am Quellen. Und schön am Saufen. Das ist die beste erhältliche Robotik. Code Schwarz. Schwarz ist mir egal, Hendrix. Grün ist wichtig. Ja. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Singapur-Dollar steht nicht mehr gut. Hey, noch eine Runde für uns. Der hat so cool dran auf der Glatze. Ein Gebäude in der Innenstadt explodiert und alles stürzt in Chaos und Anarchie. Komm schon, Danny. Wie weit sollen wir zurückgehen, ha? Ich weiß doch Bescheid über die üble Geschichte der Kuhzone. Du dämlicher Idiot! Du beschämst uns vor dem Geld! Wir sind nur hier, um einen Deal zu machen. Du weißt doch, dass das Winslow-Abkommen die allerbeste Kampftechnologie hat. Ja, das mache ich auch. Zu Hause. Das Winslow-Abkommen ist wertlos innerhalb der Kuhzone. Wo waren sie, als so viele starben? Als die SS der Typ jetzt die Mauer baute. Und jetzt geht er einfach weg. Ich brauche Zeit, um die Datenträger zu finden. Gleich Nase, Ohren, Augen raus. Alles weg. Weißt du, wer hier war? Die 54 Immortals. Sie haben aus dem Chaos etwas erschaffen, haben diesen Park genommen und die Solarenergie dieser Superbäume umgeleitet. Ohne die Immortals hätten wir in diesem Drecksloch nicht einmal Strom. Als es keine gab, gaben sie uns Hoffnung. Ja, dank der CDP-Unterstützung ist dieser Hafen jetzt das Herz ihres Waffens. Die da hinten können sich richtig, ey. Ich bin die ganze Zeit hier am Beobachten. Junge, der Ex. Ich weiß nicht, was du bist. Aber eins sage ich dir. Wenn dich ein alter Freund verlässt, brauchst du neue Freunde. Das war ein guter Spruch, Mensch. Das müsst ihr euch merken. Mal sehen, was eure Roboter können. Vielleicht können wir uns einigen. Das reicht uns schon. Ist es jetzt? Komm in, Gush Yolan. Welche Überraschung. Ja. Bist du denn geil? Dass sie kommt, dass eine Winslow-Abkommen Spezialeinheit kommt, wussten wir auch nicht. Langsam, Mann. Der Typ ist mega hässlich. Was auch immer sie gehört haben. Das stimmt nicht. Wir suchen keinen Ärger. Wir sind ungebunden. Ersparen Sie mir Ihre Lügen. Sie und Ihresgleichen haben viele von uns getötet. Das stimmt. Es gibt keine Vergebung. Glauben Sie, wir wissen nicht, weshalb Sie hier sind? Das war's, Hendrix. Wann geht's los? Ist das dein Ernst? Jetzt geht die Ballerei hier los. Was für Spasten, Alter. Cool. Stark! Wir haben Roboter! Dödödödöd. Jetzt geht's ab. Junge. Junge. Wir haben schwarze Roboter, wie wir schon gehört haben. Ich dachte, du wärst mit Danny lieb befreundet. Ja. Das dachte ich auch. Ey, guck mal, wie schön das Wetter ist draußen. Achso. Roboter-Trupp aktiviert Sturmmodus. Ja, gleich erstmal eine Granate hier draußen. Ich hoffe, du hast den Datenträger lokalisiert, Kane. Hier wird es ziemlich heiß. Der Serverraum im Platz. Guck mal, ich feile als beim Granatenwerfen. Das ist der Wahnsinn. Was wetten die Kuschulan genau dran? Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das Nierrequisitionskreuz wohl in der Stadt. Oh, komm mal hier. Ich bin tot. Ich weiß nicht, von wo ich jetzt abgeschossen werde. Nee, von hinten, das sind ja unsere Roboter. Verteidigen nicht mehr. Ja, ich weiß nicht von wo. Da hinten. Hier war einer. Guck mal, hier kannst du was aufsammeln, Nico. Komm mal mit. Wo? Yannick findet hier die ganzen Collectibles. Ist das nicht toll?
Leute, so müsst ihr euch gar keine Videos mehr angucken, wie man die ganze Scheiße zusammensammelt, wenn ihr die Trophäen wieder haben wollt. Ja, wir auch alle finden. Ey, wir haben jetzt gar nicht mehr diese coole, diesen coolen Raketenwerfer. Was ist denn jetzt gerade los hier? Da oben steht so ein mieser, dreckiger Roboter. Janik, hallo? Also, ja. Du mich nicht wieder? Hä? Du warst auch tot? Ja. Aber jetzt bitte nicht, du warst auch tot. Ja? Dein Ernst? Ja, du musst wissen, mein Internet hatte gerade kurzzeitig geleckt und deswegen bin ich gestorben. Ja, meins auch. Das ist gut. Zum Glück sieht man das nicht aus meiner Sicht. Ja, ja. Bei mir wird sich immer nur geballte Inkompetenz. Ist das schon wieder so ein Bastard? Leute, was steht denn da oben, als? Vor allen Dingen, jetzt haben wir gar nicht zum Teil, Alter. Wie krass ist das denn? Ja. Lauf hinter dir. Sie ziehen sich zurück. Der ist runtergesprungen. Das sind nochmal zwei von den Viechern. Wenn du deine Schwarm-Dinger machst. Nico. Nico. Ja. Musst du nur kurz was erledigen. Mach die Schwarmgranaten auf die Roboter. Wo ist denn der? Die oben! Die stehen beide oben drauf. Wir haben die Granaten echt nicht mehr. Tja, so ist das Leben, ne? Immer schön auf den Kopf schießen, dann geht das auch. Du musst mit der Pistole schießen, habe ich so das Gefühl. Oder doch nicht? Okay, ich habe Pistole macht aber gut Damage. Schießen. Die Pistole macht aber gut doch. Damage. Ich habe auch so das Gefühl. Aber ist allgemein, die Pistolen machen viel Damage. Ich war nie so der Typ für Pistolen. Ja, ich spiele Multiplayer nur mit Pistolen. Ja. Alter, was ist jetzt los? Schon wieder eine Grenade. Da oben ist geschützt. Kann man das nicht übernehmen? Ja. Ging das nochmal? Dafür brauchtest du aber dann den anderen die Skill. Fähigkeit. Ist glaube ich dumm, wenn wir beide immer das Chaos nehmen. Wir müssen uns mal ein bisschen besser absprechen. Ja, nächste Runde. 54i-Verstärkung nähert sich. Next round. Ja, ist runtergefallen. So, bevor wir weitergehen, Nico, können wir einen Break machen. Hier, wir können uns jetzt ändern. Was ist denn das für ein Cyberkerl mit dem Übernehmen? Kontrolle? Wahrscheinlich, ja. Nee, Kampfkontrolle ist das Übernehmen. Kontrolle habe ich nicht. Kontrolle kann ich machen. Ich mach Kontrolle. Alles gut. Ja, dann lasse ich das bei Chaos. Ja. Weil die anderen Sachen habe ich ja nicht geskillt. Alles klar. Nico? Ja? Machen wir einen Break? Machen wir jetzt hier einen Break, würde ich mal behaupten, ne? So Leute, dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis gleich. Ciao. Bis gleich.